Alles gut. Ist alles in Ordnung. Ja? Ist die Mama nicht so groß? Bist du echt größer als du Finn diesmal? Ich weiß. Du hast doch geholt. Dynamo! Ist laut verkauft, Alter. Dynamo! 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 Gut, die haben das Ding getippt, ne? Das war natürlich seine eine Aktion und das war's, ne? Ja, soll ja gegen Aue fit sein. Dann, da siehst du ja nicht hinter der Fahne. Bis gleich, ne? Hallo. Weiße Hosen, grüne Trikots natürlich. Der VfB Lübeck von links nach rechts. So, hier an der Lohmühle, Dresden drückt. Will. Ja, schönes Gestochen. Oder nochmal. Aluminium, das war Jakob Lemmer. Die Zeit des ersten Durchgangs nochmal für den VfB Lübeck. Da haben sie den Ball einfach nicht sauber geklärt bekommen und eine Mannschaft wie Dynamo Dresden, der Spitzenreiter, reagiert da natürlich sofort. Doch etwas heftigere Rauchentwicklung jetzt im Lübecker Fanblock. Aber erstmal auf der anderen Seite wieder Stefan Kutschke. Und jetzt die Frage, war der drin, war der nicht drin? Mal drauf, jetzt ist er im Abseits. Also korrekt entschieden, Kompliment. Frank Willenborg, Guido Klink. Und natürlich mit Hauptmann. Lemmer, Lemmer! Das war klar, Jakob Lemmer. Das 1:0 für Dynamo Dresden. Erste Saisontor. Szene, dann Kutschke mit einem Abseitstor und da waren sie zu unsortiert, beziehungsweise Lemmer macht das richtig klasse. Sternberg nicht energisch genug und Klevin ohne Chance. Dynamo Dresden führt in Lübeck mit 1:0. Und das ist absolut verdient mittlerweile. Ganz starke Szene. Hat ja die Chance, schon mit starken Aktionen immer wieder die Seiten tauschend mit Zimmerschied, setzt sich auch hier gegen Boland durch. Auch das macht er clever. Und Kutschke. Auch das eine gute Szene. Hier sehen wir nochmal, auch da Sternberg nicht auf dem Posten, knapp mit dem Treffer. Nee, Lemmer war es natürlich, Kutschke mit den Chancen. Achtung, Hermann, schon wieder höchste Gefahr, weil der Torschütze ist dann gleich soweit. Dynamo Dresden-Legende Ralf Hauptmann wird sich... Da bleibt jetzt einer liegen, die Lübecker wollen natürlich einen Freistoß. Ball kommt nochmal in den Strafraum. Sommer, der müsste jetzt schießen, schießt und trifft das Tor nicht. Und jetzt ist Schluss, Dynamo Dresden.